was. Hallo bei Lauffeuer TV. Wir sind heute hier beim zweiten Tag der Feuerwehrolympiade in Mulhouse. Heute begleiten wir den deutschen Meister, die Jugendfeuerwehr Oberneukirchen. Da ist dann so, da werden wir ein ganz normales Kommando rufen, ja, und dann machst du soweit fertig bis zum Starten, ja, dann kommt der Pfiff und dann läuft die Gemeinschaft. Bei mir ist jetzt Andreas Huhn, Mitglied der Bewertungskommission. Andreas, hier reden alle immer so von A- und B-Teil. Was bedeutet dieses Wettkampf-Kauderwelsch eigentlich genau? Das heißt ganz einfach, es sind zwei unterschiedliche Übungen. Einmal der Hindernislauf und zum anderen der Staffellauf. Und was müssen die Jugendlichen hier genau leisten? Also bei der Hindernisübung das Überwinden von verschiedenen Hindernissen, wie der Name das sagt, also die Hürdenwand verlegen von Schläuchen, den Kriechtunnel, dann das Pumpen von Wasser in ein Zielobjekt und natürlich auch das Knoten, bis die Gruppe dann fertig ist. Und der Staffellauf wird natürlich mit verschiedenen Elementen untersetzt, wo die Mannschaft den Staffelstab, das Strahlrohr übergibt und dabei noch verschiedene Aufgaben hat. So, wir sind jetzt hier bei Oberneukirchen und gucken mal, wie das Training gelaufen ist. Ihr hattet heute den A- und B-Teil. Wie denkst du, wie war eure Leistung hier? B-Teil ist Geld, also ich habe besser laufen können. Und A-Teil haben wir einen Fehler gemacht im Knoten, aber sonst hat es eigentlich ganz gut gemacht. Und gestern hatten wir ja hier die Ausstellung der Nationen, ne? Hattet ihr die Chance genutzt, vielleicht auch mal andere Nationalmannschaften kennenzulernen? Ja, schon. Wir haben dann von Stand zu Stand gegangen und haben halt geschaut, was die alles da haben und anbieten. Ja, sehr schön. Und noch eine Frage an dich. Welcher Stand hat dir denn gestern am besten gefallen, so von den ganzen Ständen, die da so waren? Ja, der österreichische, da gab's Red Bull. Ja, dazu so viel. Dann haben wir hier ja noch den Lukas. Lukas, du bist Teil des Trainerteams hier von Oberneukirchen. Ihr hattet ja eine gar nicht so weite Anreise wie in den letzten Jahren. Konntet ihr bis zur letzten Minute bei euch zu Hause trainieren? Ja, es geht. Es hätte mehr sein können, aber wir haben es so gut wie es geht durchgezogen. Hat gepasst. Gleich zeigen sich die Jugendlichen der 21 Nationen von ihrer kreativen Seite. In einer bunten Show stellen sie ihr Land vor. Heute trainieren hier im Stadion noch die Erwachsenenmannschaften. Aber am Mittwoch kommen die Jugendlichen hierher zum Abschlusstraining.